Alohomora. Alohomora. Du gehörst mir, der... Alohomora. Revelio. Revelio. Alohomora. Alohomora.
Revelio. Hallo, Homura. Du gehörst mir, Demigeis. Revelio. Lumos. Auf geht's nach Hogsmeade. Ab hier! Lumos. Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind.
Revelio! Zweifellos schon lange verlassen. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Incendio. Confringo. Incendio. Saliamos. Confringo. Revelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Das sollte ich untersuchen. Alohomora. Revelio. Hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Natti, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen,
Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für allemal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Ich helfe dir mit dem Brief, Natty. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Revelio. Was das wohl ist? Also, das war's. Back hier. Wingardium Leviosa. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natty das Tor zu öffnen. Revelio. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Das könnte das Tor hochziehen. Revelio. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Revelio. Hallo, Ramon. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet das Spiel fest! Falkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Ah. Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Revelio. Ich hoffe, Natty hat keine Probleme. Wo waren nochmal meine Dauerhaus? Also. Revelio.
hier. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Nicht gerade der sicherste Ort. Revelio. Confringo. Revelio. Homora. Revelio. Nati hat es nicht so schwer. Alohomora. Revelio. In der Holzkiste nach Hause. Leviosa! Ringo! Ringo! Nein! Italianus! Ringo! Ja, komm! Revelio. Alohomora. Revelio. Confringo. Revelio. Revelio.
Wolken schwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm! Alohomo. Mach schon. Der Hogwarts Express muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Leek sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat.
Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Revelio. Revelio. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Revelio. Damit
damit wäre das erledigt. Revelio. Diesen Astronomiealtar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Alohomora. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Alohomora. Revelio. Alohomora. Revelio. Revelio. Alohomora. Revelio.
Revelio. Alohomora. Alohomora. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Alohomora. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Hallo Samantha, bist du fürs Akio-Duell hier? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Naja, egal. Fangen wir an? Ja, es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Meinem Bruder geht es gut dank dir. Und er hört jetzt auf mich. Rübenfüße scheinen eine denkwürdige Lektion zu sein. Akio! Unglaublich! Akio! Ja!
kann ich kaum besser machen. Tja, das war's dann wohl. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natty dachte ich könnte dich schlagen. Ich hab mich wohl überschätzt. Nein, du hast mich unterschätzt. Das war dein Fehler. Na gut, aber ein bisschen Sportsgeist würde dir auch nicht schaden. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück.